Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm. Wir zeigen euch das Problem Bildmanipulation. Petra schaut sich gerade Models an. Sie möchte auch gerne modeln, findet sich aber zu dick. Deswegen will sie abnehmen. Sie wurde dünner und dünner, fühlte sich aber immer noch zu dick. Plötzlich ging es so weit, dass sie magersüchtig wurde. Sie kann nicht mehr zunehmen. Wieso manipuliert man Bilder? Weil man attraktiver aussehen will, zum Beispiel die Lippen aufspritzen oder sich schminken. Wie erkennt man, dass Bilder manipuliert sind? Die manipulierten Bilder erkennt man zum Beispiel, wenn man unvorsichtig gearbeitet hat. Das heißt, bei diesem Bild ist die rechte Hand ein bisschen abgeschnitten. Oder beim Kleid sind die Knöpfe verrutscht. Beim nächsten Bild wurde der Bauchnabel ausgeschnitten. Hast du dich auch schon einmal gefragt, ob die Bilder manipuliert sind? Wie manipuliert man ein Bild? Um ein Bild zu manipulieren, muss man nur eine kleine Veränderung machen. Wie zum Beispiel die Hüfte schlanker aussehen zu lassen oder die Lippen breiter zu machen. Doch das ist alles nur Quatsch. Du bist schön so, wie du bist und lass dich nicht verändern. Danke, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, du hast etwas